Geht raus! Alter, was geht ab, Leute? Kuroko hier. Ich meine Hong. Kuroko no Basket, kleine Anime-Empfehlung, weil ich habe gestern zufällig auf Nino Takus Kanal gesehen. Er hat die erste Folge komplett deutsch synchronisiert hochgeladen. Also schon länger hochgeladen, aber ich habe es gestern geschaut. Keine Verwirrung. Und kleiner Anime-Tipp für euch, weil viele fragen immer Hong, was sind deine Lieblingsanimes und sowas. Letztens ein Naruto-Video gemacht, möglicherweise, Spoiler, wird er sterben, man munkelt, dass er sterben wird, und da haben wir unsere Meinung abgegeben, weil wir sind große Naruto-Fans und eben auch Kuroko no Basket. Normalerweise lese ich nur Manga immer und dann von verschiedenen Sachen, also von allem eigentlich, und dann, wenn irgendwas Cooles, eine krasse Szene kommt, dann schaue ich sie mir im Nachhinein an, zum Beispiel One Piece, die ganzen Kämpfe, oder My Hero Academia, One for All vs. All for One. Letztens natürlich Endeavor vs. Nomu. Oder eben jetzt auch zum Beispiel Kuroko no Basket. Der war so krass, deswegen ist er einer meiner Lieblingsanimes. Ich habe den Manga gelesen. Dann habe ich den Anime geschaut. Dann war der Anime zu Ende an der einen Stelle. Habe den Manga weitergelesen. Dann, zufällig, wo ich den Manga fertig gelesen habe, kam dann die neue Staffel. Habe dann den Anime weitergeschaut. Und jetzt, ich wollte gestern nur reinschauen und die deutschen Stimmen abchecken. Und natürlich habe ich die einfach komplett angeschaut. Deswegen ein kleiner Tipp von mir an euch. Gönnt euch Kuroko no Basket. Ist ein Sportanime über Basketball. Und was ich halt an Sportsanimes halt mag, ist das Verrückte, so Tsubasa-mäßig. Tachibana-Brüder, Zwillingsschuss, Feuerschuss, Wakashimatsu von einem Pfosten zum anderen springen. Sowas Verrücktes. Deswegen taugt mir Haikyuu auch nicht so. Ich weiß, Haikyuu böse gehypt, gerade richtig im Trend, richtig beliebt. Und Haikyuu ist solide, schaue ich auch, aber da fehlt mir einfach dieses Verrückte. Ja, Karasuno fight, und die haben diese eine Attacke, die auch schon ein bisschen verrückt ist, aber nicht dieses richtig, richtig Verrückte mit diesen verrückten Sachen. Und deswegen taugt mir Kuroko no Basket so richtig hart mit Perfect Copy, Generation of Miracles, Uncrowned Kings, Emperor Eye, Ignite Pass und was weiß ich, Misdirection, Overflow. Gönnt's euch auf jeden Fall. Ich muss jetzt erstmal los. Hage schneiden. Ich war gerade Hage schneiden. Krasser Übergang, hoffentlich für euch. Was wollte ich erzählen? Ah ja, das letzte Mal, also ursprünglich wollte ich erzählen, also erstmal hier, ich habe einen Kratzer, nicht vom Hage schneiden, sondern einfach vom Schlafen aufgewacht, habe ich einfach so einen Kratzer, keine Ahnung woher. Schreibt gerne unten in den Kommentar, ob ihr das auch erlebt habt. Ohrentreff, was für Marc Gebauer. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das letzte Mal, wo ich Hage schneiden war, wollte ich ursprünglich sagen, war da, wo wir das Mois-Video gedreht haben, 10 McFlurry Challenge, aber nee, war gar nicht, das ist noch gar nicht so lang her, sondern wir waren letzten Monat zweimal McDonald's, viel zu oft eigentlich. Da hat die 15 Cheeseburger Challenge gemacht und nicht geschafft. Ich schreibe gerne unten in den Kommentar, ob er es nochmal versuchen soll, jetzt mit mehr Training, mehr Erfahrung und sowas, könnt ihr wahrscheinlich schon schaffen. Können wir gerne wiederholen. Aber apropos McDonald's und Mois, bisher immer noch keine Rückmeldung, kein gar nichts von ihm. Keine Ahnung, was man machen soll. Ich habe schon alles Mögliche probiert. Ich habe also ihm natürlich auf Instagram geschrieben, aber kommt natürlich nicht durch. Er ist viel zu groß dafür. Ich habe Abu Jibawi geschrieben. Der ist aber mittlerweile auch schon riesig. Ich habe Rustan geschrieben. Der ist schon noch etwas kleiner, aber der hat es auch nicht gesehen. Es gab so eine Management-E-Mail-Adresse von ihm. Der ist ja bei Whitecast gesigned und dann bin ich auf deren Webseite, da gab es extra eine moist@whitecast.de blablabla Website, E-Mail-Adresse. Hab dort geschrieben, aber kam auch nichts. Und dann war mein Plan, habe ich gestern vollkommen vergessen, mit den Jungs zu besprechen oder denen ein Update zu geben. Irgendwie die ganzen Meinungsblogger darauf aufmerksam zu machen. An erster Stelle natürlich Kuchen, aber der ist natürlich auch schon viel zu groß, viel zu riesig. Der hat auch die Nachricht gar nicht erst gelesen. Also das Problem ist, weil Mois ist natürlich schon ein Ehrenmann und wir wollen ihm nichts unterstellen und sowas, und sein Wort, er wird es natürlich halten. Das Problem ist halt, die Leute sehen gar nicht erstmal die Nachricht, die Einreichung. Und ich glaube auch gar nicht, dass, weil manche sagen, ja, hat doch bestimmt schon einer geschafft. Wir haben es ja direkt am nächsten Tag geschafft und ihm direkt zugesendet, und die anderen müssten ja auch ein Problem haben, dass der das irgendwie sieht und
es kam auch nichts in den Kommentaren, wo jemand behauptet hat, er hätte es geschafft. Kein anderer, der irgendwas hochgeladen hätte. Weil wenn man sowas schafft, dann lädt man es wahrscheinlich auch einfach so random auf YouTube hoch. Also echt niemand anderes, der sich irgendwie meldet, irgendwie Mucks Lärm macht, außer uns halt. Deswegen, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich denke, wir haben gute Chancen. Ich habe da echt viel Hoffnung, dass wir, also Tati das geschafft hat und das eigentlich verdient und gewinnt. Also ich werde da nicht ruhen, bis wir eine Antwort bekommen haben. Also egal, irgendwann kommt eine Antwort und dafür werde ich sorgen. Ja, auf jeden Fall habe ich versucht, die Meinungsblogger darauf aufmerksam zu machen. Okay, Kuchen hat nicht reagiert. Da Vinci dann, nächste Anlaufstelle. Der hat reagiert, aber er hat einfach nur geschrieben, schade, doof, aber sonst nichts. Okay. Mal schauen, ob er dann eine Story macht, falls Kuchen irgendwann mal darauf aufmerksam wird und daraus ein Video macht oder zumindest in einem Video erwähnt, ob er dann auch nachzieht, weil dann wäre es schon hart ehrenlos. Dann habe ich versucht, die Kleineren aufmerksam zu machen, darauf anzuschreiben, und weil Kuchen schaut die sich ja an und lässt sich von denen inspirieren. Also habe ich da zum Beispiel Mighty angeschrieben. Der macht aber sowas nicht mehr seit kurzem, wirklich seit kurzem, seit einem Monat oder so, macht er nur noch so Fitness- und Abnehmvideos. Respekt geht raus an ihn, er hat irgendwie 30 Kilo abgenommen. Echt heftig. Dann so Dude mit Maske wollte ich anschreiben, aber der macht seit einer Woche keine Meinungsblogs mehr. Der macht jetzt nur noch Twitch Reactions. Und dann wurde mir noch Baku empfohlen, den habe ich angeschrieben. Der ist aber recht beschäftigt, der meinte, er zieht gerade um oder so, aber er schaut sich das mal an. Also das ist so der Einzige, der sich gemeldet hat, das ist so die einzige Anlaufstelle bisher. Ich schreibe gerne in den Kommentaren, ob ihr da irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, was wir noch machen können. Also ein Ass habe ich noch im Ärmel, aber das bespreche ich dann demnächst noch mit den Jungs. Aber sonst sieht es echt mau aus, man. Schon enttäuscht, man. Man kommt einfach gar nicht ran an die, was natürlich auch gut ist, weil sonst werden die natürlich voll gespammt, aber irgendwie muss man ja teilnehmen, Gewinnspiele, Challenges und so. Ist ja, wir wollen ja nicht spammen oder so, wir wollen ja nicht einfach nur random eine Nachricht schreiben, sondern wir haben ja da mitgemacht. Schauen wir mal. Ich muss jetzt noch einkaufen. Was genau seht ihr gleich? So Leute, wartet mal. Ich hab's gefunden. Ich dachte, das wäre vielleicht ausverkauft gewesen, weil zum Beispiel letztens bei den Chips von Crispy Rob. Die waren auch direkt nach dem ersten Tag ausverkauft. Aber die waren auch echt krass. Kuss geht raus an Crispy Rob und an Min, der ja jetzt immer in Köln mit Crispy Rob und so chillt. Boah. Was ist das, Mann? Geiler Hintergrund. Können wir uns hier kurz hinchillen, falls es erlaubt ist. Ich stelle euch gleich mal hier vorne ab. Aber zuerst die hier. Ihr wisst ja, ich sammle Deo nur. Es gibt ja manche, die sammeln alles, auch Haarprodukte, Shampoo und sowas. Ich nur Deo, aber ich bin ein kleiner Sammler. Ich habe letztens auf Facebook wieder einen neuen Sammler kennengelernt. Und ich muss sagen, das ist der krasseste Sammler, den ich bisher gesehen habe. Viele sagen immer Hong oder fragen immer Hong, zeig mal in einem Video alle deine Ex-Dosen. Weil jetzt, wo ich kein Pogo-Videos mache, kann ich ja einfach random Videos machen. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Und dann kann ich auch ein paar Sachen von dem Kerl einblenden, weil der ist echt krass. Neues Modell, gönne ich mir. Dann habe ich noch die hier von Kamushka. So eine Influencerin. Meine beste Freundin Oksana folgt ihr immer sehr gerne. Ich muss sagen, und ab und zu schickt sie mir was, was sie so postet und sowas. Und ich muss sagen, das ist echt eine Top-Influencerin, also so wirklich eine guter Content, gute Videos, gute Stories, gute Posts und sowas. Also nimmt alles auch sehr seriös und sowas. Nichts hochgebottet, nichts hochgepusht und sowas, sondern echt eine Top-Influencerin. Und die hat jetzt das hier rausgebracht und das wollen wir natürlich testen, weil mal schauen, ob sie halt echt so top ist oder einfach nur überall ihren Namen draufklatscht, wie so manch anderer. Deswegen wird das hier gleich getestet. Ich bin gespannt. Wir testen gerne. Schreibt gerne unten in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche anderen Influencer kennt, die irgendwas rausbringen, irgendwelche Marken, Produkte, Essen, sowas. Zum Beispiel kommt demnächst ein Tiefkühldöner raus von AZ. Den werden wir auf jeden Fall auch ausprobieren, selber kochen, dann in Chongs Küche. Ah, jetzt erstmal das hier.
Mindfulness, Happiness, Coolness. Fruchtiges Kaubonbon. Schauen wir mal, doch mal. Kann an sich ja gar nicht so viel falsch laufen, oder? Bei einem Kaubonbon. Saftig, lecker. Hat das jetzt irgendwie biomäßig was drauf oder wenig Zucker oder sowas? Aber sonst ist lecker. Drei Geschmackssorten. Pfirsich, Himbeere, Kiwi. Oh, Kiwi, Alter. Coole Sache. Respekt. Schmeckt gut. Kann man nichts Falsches sagen. Was ich euch noch erzählen wollte, das kostet 1,99 €. Und das gibt es natürlich auch normal von der Marke, ohne jetzt Kamuschka Special. Und das ist offensichtlich ein bisschen billiger. Aber gar nicht so viel billiger. Also das ist gar nicht so viel teurer, meine ich damit. Und hier steht: Ich bin Carmen, aber die meisten nennen mich wohl Kamuschka und kennen mich von meinem gleichnamigen Instagram-Kanal, auf dem ich alles teile, was zu meinem Leben gehört. Mein Vorbild, das versuche ich auch. Apropos teilen, mein Mantra ist es, mir immer wieder bewusst zu machen, dass Glück sich vermehrt, wenn man es teilt. Okay. Bitcoin vermehrt sich auch. Mehr dazu demnächst. Also teile dein Glück doch einfach mit deinen Herzensmenschen und gönnt euch eine kleine Auszeit. Die Hitchler-Produkte aus meiner Kindheit sind bis heute unverändert lecker. Alter, ich kannte das gar nicht. Noch nie gesehen, gehört diese Marke. In dem Mix, den ich nun gemeinsam mit Philipp, Familienunternehmer in vierter Hitchler-Generation entwickelt habe, ist außerdem für jede Stimmung etwas dabei. Himbeere für Happiness, Pfirsich für Mindfulness und Kiwi für Coolness. Kiwi! Alter, also bin ich cool. Wonach ist dir heute? Teile deinen Snack, außer gerne unter deinem Hashtag HitchlerExKamuschka. Oh, jetzt habe ich schon anders markiert. Aber okay. An sich aber trotzdem eine coole Aktion. Influencer immer mehr so in eigene Produkte und sowas. Wird oft kritisiert, so Bibi, dies, das. Aber ich finde es nicht schlecht. Wieso nicht? Sie macht damit Geld, ist lecker. Echt top. Klasse Leistung. Respekt an Kamuschka. Gönnt euch, probiert sie, falls euch Kaubonbons schmecken. Die sind doch lecker als erwartet. Ich habe jetzt ein bisschen an denen gesnackt. Sind echt lecker. Das war's von mir, Leute. Gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, serious business.